Kleine, ich sehe, Sie feiern ein 10-jähriges Jubiläum. Ja, da sind wir auch sehr froh drin, denn wir haben letztendlich vor 10 Jahren angefangen, aus der Geschenkartikelmarke Leonardo letztendlich jetzt auch Glas für die erste Haut entwickeln. Und das ist etwas, wo wir eben auch sehen, dass viele Menschen wirklich auch Spaß daran haben und die Marke gerade auch im Schmuckbereich sehr gut funktioniert. Was zeichnet denn die Marke Leonardo besonders aus, gerade jetzt im Schmuckbereich? Bei Leonardo geht es im Wesentlichen immer um das Thema Glas. Wie können wir mit Glas die Welt schöner machen? Wie können wir die Tischkultur schöner machen? Wie können wir die Einrichtungen schöner machen? Und natürlich auch, wie können wir letztendlich auch den Schmuck durch das Glas in Kombination mit Edelstahl letztendlich auch mal anders kreieren, sehr modern und zeitlos übersetzen. Und das immer wieder mit neuen Ideen, neuen Innovationen, auch im Glas selbst. Ich glaube, das ist etwas, wo wir letztendlich auch einladen, mit Leonardo Schmuck zu spielen, sich eigene Kreationen zu gestalten. Und das ist das, was Leonardo auch ausmacht. Die Modularität, die Farbe und die gute Qualität. Schön, ja. Ich sehe auch, da drüben haben Sie ja schon ein ganz besonderes Highlight liegen. Und das würde ich mir gerne zusammen mit Ihnen anschauen. Danke, wir mal hin. Super. Gut. So, wie ich sehe, ist meine Frau schon hier. Freut mich. Bianca Kleine, hallo. Hallo, ich grüße Sie. Jetzt haben Sie hier ja ein ganz besonderes Schmuckstück. Was hat es denn mit dieser Kette auf sich? Ja, das Schöne an dieser Kette, das sieht man schon an dem Stein. Die changierende Art und Weise, das heißt, je nachdem, wie der Lichteinfall ist, haben Sie da unterschiedliche Farben drin. Hinzu kommt natürlich noch die Mattierung und der Schliff dabei, sodass das ein sehr außergewöhnliches Produkt ist. Mit dem schönen Clip-System auch wieder ganz einfach umverwandelbar. Das heißt, ich könnte noch andere Anhänger dieser Art an diese Kette klippen oder auch dieses Schmuckstück oder diesen Darlehensanhänger mit einer anderen Kette verbinden. Okay, und ist es jetzt ein einfaches Glas oder ist es ein besonderer Stein? Es ist aus Glas, aber es kommen auch noch andere Komponenten mit dabei, dass ich überhaupt diese Farbenvielfalt bekomme. Also kann man sagen, dass der Schliff an sich dafür verantwortlich ist, dass wir hier so eine tolle Farbkombination haben? Das ist auch vor allen Dingen bei dem Glas selber, dass Sie da dieses Filetstück einfach aus dem Glas nehmen. Okay. Das ist ganz, ganz wichtig dabei. Und es ist jetzt eingefasst im Roségold oder ist das ein Gelbgold? Das ist Roségold, was Sie hier sehen. Ja. Wir arbeiten grundsätzlich mit Edelstahl. Das ist ja auch ein sehr hochwertiges Material in der Schmuckbranche, gar nicht mehr wegzudenken. Ja. Und wird dann ionenpatentiert Roségold veredelt. Wo liegen wir denn jetzt da preislich? Diese Kette, die Sie hier sehen, die kostet 99,95 Euro. Sehr schön. Das ist ja jetzt ein unglaubliches It-Piece, ein richtiges Highlight. Haben Sie auch einen Klassiker bei Leonardo? Ja, das sehen wir gerade hier vorne, wenn Sie einmal weiter runterschauen. Ja. Das ist für uns der Klassiker. Da ist so ein bisschen Revival. Wir haben ja dieses Jahr 10 Jahre Schmuck, Leonardo. Und der Klassiker ist da, dass wir vor 10 Jahren mit so einer Kollektion gestartet sind. Natürlich in der derzeitigen aktuellen Trendkombination haben wir jetzt neu wieder aufgegriffen. Ja. Entsprechend auch dem Trend, dass es auch mit feineren Elementen versehen ist, den Farbnuancen, hiermit wieder aufgeführt. Schön, fällt mir auch ganz besonders gut. Ja. Sagen Sie, wo sehen Sie denn die Marke Leonardo, besonders im Schmuckbereich, jetzt so in den nächsten 5 Jahren? Wir sehen es ganz klar bei den Juwelieren. Wo wir uns heimisch fühlen, wo wir ganz toll aufgenommen wurden. Ich denke, da wird auch ganz, ganz viel passieren. Generell soll das in einem Bereich sein, wo Schmuck sich zu Hause fühlt. Ich denke, das wird der Endverbraucher dann auch entsprechend so wahrnehmen. Schön. Freut mich. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg. Dankeschön. Und bis zum nächsten Jahr. Vielen Dank. Schön, tschüss, dass Sie da waren. Ciao. Tschüss.